Joachim Löws Lächeln wirkt gequält bei der Ankunft des Teams in Frankfurt nach dem Halbfinal aus bei der EM gegen Italien, bezog der Bundestrainer Stellung. Ich glaube, das Spiel ist ja nicht entschieden worden, weil wir jetzt den ein oder anderen personellen Wechsel vorgenommen haben. Diese Spieler haben ja vorher auch viel geleistet für die Mannschaften, waren gut. Wir haben hinten den ein oder anderen Fehler zu viel begangen. Das hat nichts mit der Aufstellung oder mit der Taktik zu tun. Aber ich muss natürlich selbstverständlich die Verantwortung übernehmen und stehe dafür auch gerade. DFB-Präsident Wolfgang Niersbach ließ trotz aller Enttäuschung keinen Zweifel daran, dass man beim Deutschen Fußballbund gerne mit Joachim Löw weiterarbeiten würde. Der ganze Blick zurück, auch die Trauer, das hilft nichts. Wir werden in dieser Konstellation weitermachen und natürlich immer mit der Hoffnung getragen, dass es bald auch mal wieder zu einem Titel wieder reicht. Bis zur nächsten Chance auf einen Titel müssen die Fans sich 2 Jahre gedulden. Bis zur WM 2014 in Brasilien stehen Joachim Löw und die Nationalmannschaft nun noch stärker im Fokus.